Let's Play Together Train Fever Staffel 3 Folge 100 ist jetzt was ganz Besonderes heute. Und zwar ist es die letzte Folge. Nicht von Staffel 3, oder auch von Staffel 3, aber eigentlich auch vom gesamten Projekt Güter Gera 48. Moment. So rein Interesse, aber eigentlich wollte ich heute was anderes machen. Warum hält denn der dort? Oh ja, gut, ist egal. So, heute, letzte Folgen, Staffel 2, sind wir, glaube ich, mit so einer Dampflok gefahren, wo alle Strecken, das habe ich heute mal nicht gemacht. Wir werden uns heute einfach mal jede Ecke nochmal ein bisschen angucken. Und nochmal zurückverfolgen, wie es losging. Hier ging es ja los. Vor 100 Folgen. Mit diesem Bahnhof. Aber hier. Hier sieht man auch den Eingang zu dem Bahnhof. Ich setze kurz mein Headset auf, weil ich möchte das jetzt nicht haben. Sieht man den Eingang noch. Und hier war die unsere zentrale Stelle sozusagen. So, dann soll der hier unsere große Kohle- und Erzstrecke von hier über da nach dort sein, die ja so absolut minus gefahren ist, dass wir die nie benutzt haben. Die Strecke besteht aber immer noch. Sieht da oben ein bisschen anders aus mittlerweile. Das hat sich viel zu verändert. Guck mal, hier sieht man auch zum Beispiel alte Spuren noch, dass hier mal der Zug damals lang gefahren ist und dann hier rechts rein. Hier oben drüber der Zug ist mal mit über den Berg gefahren. Macht er nun auch nicht mehr. Was war denn das hier? War es eine Straße? Ne, es könnte auch ein Zug gewesen sein. Stimmt. Ne, hier, das war das Gleis. Das war das Gleis. Ja. Hat sich mittlerweile auch ganz verändert hier. Alles sieht anders aus. Deswegen habe ich auch nie das weggemacht. Also kann man immer mal gucken, wie mal Straßen ging. Hier ging mal eine lang, hier ging mal was lang. Genau, dann ging das hier außen rum. Hier war testweise mal die Eisenbahnstrecke. Was war denn noch so schönes? Ach, hier. Früher ging es ja hier in den großen Tunnel unten rein. Der hier wieder rauskam. Um die Aufstellung nach dort und dort zu machen, die ja mittlerweile auch wo ganz, ganz anderes hinfahren. Hat sich das geändert? Ja, vieles hat sich geändert hier. So, hier. Warum ist denn hier eigentlich keine Strecke mehr? Na gut. Hier war früher unser großes Depot. Da ging ja hier die Strecke nach oben und hier. Und dann war hier diese Brücke. Hier war das Depot. Das sieht man noch. Die Abdrücke. Hier. Dann ging von hier eine Brücke los. Die ist sozusagen dieses Gleis hier, was jetzt hier noch besteht. Ist früher mal drüber gegangen. Obwohl ging das lang? Das muss irgendwo hier geendet haben. Wahrscheinlich genau an der Stelle, wo es jetzt hier nach unten geht. Sieht man es nicht mehr? Die Einbuchtung? Nee, das sieht man nicht. Schade. So, dann unser altbekannter S-Bahn-Kreis. Da besteht ja immer noch. Ist bloß früher oben rum gefahren. Fährt jetzt unten rum. Ah nee, die Gleise gehen hier wirklich rein. Das sieht bloß so komisch aus. Warum sind das eigentlich drei? Ach ja, genau, weil es sollte ja mal die Holzstrecke von hier hinten noch mitkommen. Hat ja ohne alles so funktioniert. Hat nie so richtig funktioniert. So, unser großer Hauptbahnhof. Als Verbindungsbahnhof für die zwei Städte, weil es eigentlich mal eins werden sollte. Hat auch nicht funktioniert. Also eigentlich sind das ganze Let's Plays, guck mal, wir sind jetzt im Jahr 2055. Haben wir 1850 angefangen? Entschuldigung. Ja, ich glaube schon. Das heißt, in 200 Jahren haben wir es nicht geschafft, aus Freital und Potsdam und Gotha, eigentlich sollen es ja die drei Städte werden, eine große Stadt zu bauen. Ganz schön enttäuschend.
Was ist eigentlich mittlerweile die größte Stadt? Potsdam. Freital, Gotha, okay. Dann kommt Guben. Guben, Gera, Wittenberg und Wittenberg und Wittenberge. Guben ist größer als Gera. Aha. Hier hat sich auch viel verändert gehabt. Dadurch, dass sie immer in diesem komischen S-Bahn-Netz mit dran waren. Was ist denn das? Hä? Was ist denn hier los? Wie zum Teufel kommt denn die Bahn hier rein? Lokomotiven. Da ist doch das normalerweise dran. Alter, hat es echt ausge... Super. So, Entschuldigung, ich musste gerade kurz eine kleine Pause... Oh. Ich habe eine Stunde Pause gemacht. Oh, interessant. Mittlerweile ist der neue Zug wieder drauf. Oh. Wir haben tatsächlich 15 Jahre übersprungen. Was hat sich denn in der Zeit so getan hier? Beim Let's Play Train Viewer. Wir haben ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Die Züge sind zwar weitergefahren, aber irgendwie hat sich die Stadt trotzdem nicht entwickelt, irgendeine. Nö, hat sich auch nicht. Also es sind jetzt 15 Jahre, ohne dass wir dabei waren, umsonst vergangen. Hier stehen noch ganz schön viele. So, wie sieht's hier aus? Wie fährt denn unsere S-Bahn eigentlich? Okay. Aber, so. Was wir unten mal gucken können. Hier, das ist unsere Bahn, die wir das letztes neu gemacht haben. Die fährt scheiße. Wie fährt die? Okay. Dann gucken wir nochmal an, jetzt so als grünen Abschluss, wo denn unsere ganz schlechten Bahnen sind. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier haben wir Minus. Okay. Ja gut, die Buslinien, das ist halt mal so. Wittenberg 1, ja. Die Takte sind auch ohne alle die besten. Unsere Gera-Strecke wirklich die mit Abstand beste Strecke, die wir überhaupt besitzen. Können wir im Hintergrund ein bisschen mitfahren. Was haben wir noch? Na gut, aber hier, guck mal, Güter-Wittenberg läuft auch gar nicht mehr so schlecht. Linie 13, okay. Oh, unsere S-Bahn haben vorne ein Minus, welch ein Wunder. Die Holzlinie ist wieder ein bisschen abgerüstet, das ist auch gut. Hier war auch ein schönes Plus. Die S-Bahn fahren beide im Minus, das hätte schnell gedacht. Dass die rote mit den roten Zügen Minus fahren, das war mir klar. Weil der Vater merkt, wo du weißt, okay, Schwein mit. Sehe Anti-Uhrzeiger und sehe Uhrzeiger fahren gut. Selbst die, ja. Aber ich denke mal, das System hat gut funktioniert. So, ja, was sage ich jetzt noch mit dazu? Ich weiß mittlerweile nicht, was in dieser Umfrage rausgekommen ist, die ich vor ein paar Tagen gestellt hatte. Ob Train für weitergeführt werden soll ohne mich, keine Ahnung, vielleicht wird's ja. Das steht dann spätestens in der Videobeschreibung. Und dann fahren wir noch bis zum Ende mit. Wie viel sitzen wir eigentlich gerade drin? Ne? 54. Wären die Züge voll? Steigen hier eigentlich welche aus und ein? Ja, anscheinend. Da steigen sogar noch welche zu. Das ist ja faszinierend. Sechsspuriges Gleis hier, das ist was Feines.
Generell, wenn man sich diese Bahnübergang mal anguckt. Ach so, der fährt da weiter. Was hier los ist? Also einziger Zug eigentlich mit Wagen und Lokomotive, wenn ich mich recht entsinne. Alles andere müsste eigentlich eingestellt sein. Fährt denn hier eine Straßenbahn? Nö. Ist ja höchst interessant. Aber trotzdem geht der Bahnübergang selten runter, als ich gedacht habe. Na ja, gut, geht auch schon öfter drunter. Oh, der Bus ist einfach durch die Schranke durchgerammelt. Das ist ein Anblick. Was kommt jetzt? Ich sag ja ganz außen die S-Bahn. Ganz, also die ganz hinterste Linienstrecke. Ah, verdammt! Als nächstes kommt da vorne wieder die Dieselloks, also das zweite Gleis mit uns. Ah, verdammt! Jetzt kommt noch die Diesellok. Zweite Gleis von uns aus gesehen. Ja! Ein Treffer. Jetzt kommt hier der Personenzug mit dem Wagen wieder zurück. Also das dritte Gleis. Und dann kommt noch eine S-Bahn hin auf dem fünften Gleis von hier aus. Das ist das nächste. Nee, theoretisch wollen wir, der müsste als nächstes zurückkommen. Der und eine S-Bahn. Von links nach rechts kommt hinten noch eine S-Bahn mit. Ah. Ich glaube, das wird nichts. Schade. Ah, hier haben wir unseren Betriebshof gebaut. Das war auch was fein. Du hast ja mittlerweile auch das zerrissen. Da es einen S-Bahn-Kreis nicht mehr gibt. Mensch, die Stadt hat sich entwickelt. Gut, aber damit sind wir jetzt wirklich am Ende finito angekommen. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Das Projekt ist eingestellt. Train Fever ist vorerst komplett beendet hier auf Philips Gaming. Es war eine schöne Zeit. Wir haben das jetzt wie viele Jahre gemacht? 1,5 Jahre lang gab es hier fast jeden Tag Train Fever. Ja, was soll ich weiter dazu sagen? Wir sehen uns in irgendeinem anderen Projekt wieder. Mit mir auf jeden Fall. Train Fever gibt es vielleicht auch irgendwann mal wieder. Vielleicht auch nochmal mit mir oder mit jemand anderen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Genau. Und mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Es war eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.